Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht München nach 437 Verhandlungstagen das Urteil gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und ihre vier Mitangeklagten gesprochen. Beate Zschäpe ist des zehnfachen Mordes schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß lautet lebenslang bei besonderer Schwere der Schuld. Ralf Wohlleben ist als Waffenbeschaffer wegen Beihilfe zum Mord zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. 13 Jahre hatten Zschäpe und die beiden Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als rechtsextremes Terrortrio im Untergrund gelebt. Mundlos und Böhnhardt töteten 9 Ausländer und eine Polizistin, verübten 15 Raubüberfälle und 3 Bombenattentate. Beide begingen 2011 Selbstmord, als sie nach ihrem letzten Banküberfall von der Polizei umstellt waren. Unterstützung, wie die Tatwaffe oder Papiere, bekamen sie von den 4 Mitangeklagten aus dem Neonazi-Milieu. Zschäpe war selbst an keiner Tat beteiligt, wollte aber von den Morden und Anschlägen immer erst im Nachhinein erfahren haben. Der NSU-Prozess ist einer der längsten Prozesse in Deutschland überhaupt. Die Vielzahl der Taten und Angeklagten, mehr als 20 Nebenkläger, mehr als 600 Zeugen, diverse Verteidigerwechsel und nicht zuletzt abwehrendes Aussageverhalten von Zeugen aus Verfassungsschutz und Polizei führte zu den Verzögerungen. Am Ende steht das Eingeständnis, dass es in Deutschland Rechtsterrorismus gibt. Auf dem rechten Auge blind zu sein, war der Hauptvorwurf an die ermittelnden Behörden.